Wissen Sie, wie groß das Universum ist? Wissenschaftler sagen, ungefähr 13 Milliarden Lichtjahre. Andrea sagt immer, jeder Mensch ist darin ein Sonnenstrahl. Das macht alle bei uns fröhlich, wenn sie morgens in die Werkstatt fahren. Andrea ist ziemlich klug. Zu uns kommen Kinder, die in anderen Schulen nicht so gut lernen können. Hier merken sie, ich kann ja was. Der Komposter, komm mal bitte mit. Der neue Komposter. Der Komposter Richtig, prima. Logan kann ziemlich gut Sachen verstehen, die sein Lehrer ihm erklärt. In einer großen Schulklasse könnte Logan sich nicht konzentrieren. So lernt er gerne. Am liebsten aber bastelt er in seinem Zimmer im Kinderdorf Schmuck. Frau Thomassen ist alt. Nicht so alt wie das Universum, aber sie ist fast 100. Manchmal vergisst sie Namen, dann sagt sie Lisbeth zu Melanie. Aber das ist nicht schlimm. Man kann sich ja nicht alles merken in 100 Jahren. Super. Bei uns sind alle gut aufgehoben und können was machen. Das ist ihr Leben. Damit alles funktioniert, arbeiten viele mit. Das ist ihr Beruf. Alle machen was zusammen. Wie in einer großen Familie. Und einmal im Jahr feiern wir alle zusammen ein Familienfest. In dieser Schule studieren Leute, die später zum Beispiel im Kindergarten arbeiten. Früher nannte man die Kindergartentanten. Also wie Tanten sehen die aber nicht aus. Die Hand auch schnell hier unten. Richtig packen und dann raus. Mit Günther üben sie gerade, was man macht, wenn jemand hauen will. Das ist wichtig, das Gelenk fest. Tisch 1, gut. Jeder Tag soll bei uns ein guter Tag im Leben sein. Und da muss es auch gut schmecken. Und man muss Spaß haben. Naja. Die haben Spaß, wenn es ganz laut ist. Okay, jetzt kann Finja hoch. Dennis sagt immer, er muss höllisch aufpassen, wenn die da runterfallen. Komm, ein bisschen geht noch. Aber wenn sie das schaffen da oben, boah, die trauen sich was. Eins und... sondern einfach mal schauen, wie viel mal schaffst du zu klatschen. Eva, die Reitlehrerin, muss genauso gut aufpassen. Und Uli passt auch auf. Aber hier ist es nicht gefährlich. Höchstens in den Ohren tut es manchmal ein bisschen weh. Wir haben jeden Tag volles Programm. Beim Abendbrot sind dann alle ziemlich geschafft. Guten Appetit. Yvonne sagt immer, bei uns sollen es alle gut haben. Kleine und große, langsame und schnelle. Und darum wird für alle gesorgt. Jeden Tag. Und auch die ganze Nacht.